Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. Große Dinge geschehen auf der Erde. Der Andromedanische Rat des Lichts, gechannelt durch Daniel Scranton am 7. April 2024, übersetzt von Wolfgang. Wir sind der Andromedanische Rat des Lichts und wir freuen uns sehr, mit euch in Verbindung zu treten. Es ist eine günstige Zeit für euch alle, darüber nachzudenken, was wegen euch geschieht und was wegen dem, was da draußen ist, geschieht. Ihr neigt dazu, dem, was da draußen geschieht, mehr Macht zu geben und weniger darauf zu achten, was in eurem Inneren geschieht. Das gilt unabhängig davon, ob ihr geistig wach seid oder nicht. Wir haben den Wunsch, euch eure Macht zurückzugeben, euch an eure Macht zu erinnern und euch zu zeigen, wie mächtig ihr seid. Es gibt Zeiten, in denen euch der Glaube an etwas außerhalb von euch sehr gut tun kann, und es gibt andere Zeiten, in denen der Glaube an etwas außerhalb von euch euch schwächt und euch daran hindert, etwas zu bekommen, was ihr wollt, oder ein glückliches, gesundes Leben zu führen. Der Mensch, der bereit ist, nach innen zu schauen und sich die wichtigsten Fragen zu stellen, wird auf der Erde am besten gedeihen. Stellt euch regelmäßig die Frage: Bin das nur ich? Mit anderen Worten, ist es nur eure Wahrnehmung der Realität? Fühlt ihr euch so, wie ihr euch fühlt, aus einem ganz bestimmten Grund, der für euch zutrifft, aber nicht für alle anderen? Wenn ihr euch die Welt und das Universum um euch herum anschaut, ist es heutzutage leicht, viele Dinge dem zuzuschreiben, was außerhalb von euch passiert. Wir werden euch immer wieder darauf hinweisen, dass ihr eure Perspektive, eure Gedanken, eure Überzeugungen und eure Gefühle prüfen solltet, denn wir wissen, dass diese Art der Selbstprüfung euch am meisten hilft. Auf der Erde wird immer viel passieren, denn die Veränderungen sind bereits im Gange. Aber wenn etwas jeden auf dem Planeten allein durch seine bloße Existenz beeinflusst, müsst ihr auch erkennen, dass es jeden auf ganz besondere Weise betrifft. Nicht jeder ist von demselben globalen Ereignis auf dieselbe Weise betroffen. Und wenn ihr das erkennt, könnt ihr selbst bestimmen, wie sich etwas auf euch auswirkt und wie ihr damit umgeht. Wenn es etwas ist, das euch die Möglichkeit bietet, mehr in eure Macht zu kommen, dann nutzt es. Wenn es etwas ist, das sich für euch entkräftigend anfühlt, dann analysiert das. Geht tiefer in euch hinein und fragt euch, warum. Warum fühlt es sich so an, als ob dieses Ereignis, das außerhalb von euch stattfindet, euch entmachtet? Wenn ihr das tut, werdet ihr zu wunderbaren Erkenntnissen kommen und ihr müsst wissen, wie mächtig ihr seid. Ihr müsst es wissen und erfahren und ihr werdet es nicht erfahren, bevor ihr es nicht wisst. Erinnert euch daran, dass ihr etwas verändert, wenn ihr eure Perspektive auf etwas ändert. Und das geschieht ganz buchstäblich, ob ihr es bewusst tut oder nicht. Ein bewusstes Leben der Selbstprüfung wird euch sehr weit bringen, wenn es darum geht, eure Ziele zu erreichen und das Leben zu leben, das ihr leben wollt. Wir ermutigen euch also, etwas, das außerhalb von euch liegt, nur dann Macht zu geben, wenn ihr glaubt, dass es euch in irgendeiner Weise hilft. Und euch außerdem bewusst zu machen, dass ihr euren Glauben daran nutzt. Denn dann kann es eine positive Sache für euch bleiben und ihr könnt mehr positive Aspekte des Lebens auf der Erde haben, die euch auf eurer Reise helfen. Wir sind hier, um euch auf eurer Reise zu unterstützen, indem wir euch diese Art von Lehren vermitteln und euch ermutigen, sie in eurem Leben anzuwenden.
Wir wissen, dass euer Leben besser wird, wenn ihr das tut, und wir wissen, dass ihr keinen Zauberstab aus unserem Sternensystem braucht, um alles für euch und alle anderen auf der Erde besser zu machen. Wir sind der Andromedanische Rat des Lichts und wir haben es genossen, euch auf diese Weise zu dienen. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich. Danke.